Boden am Millstätter See. Eine Gemeinde mit rund 6500 Einwohnern. Mit zahlreichen Sportmöglichkeiten, verkehrsgünstig gelegen, mit viel Wasser und mit zahlreichen Kunstwerken. Und vielen Parks. Das ist der Otto-Eder-Park. Das ist der Blumenpark. Hier ist im Sommer an jedem Dienstagabend eine Wasserskishow. Das ist der Klingerpark. Der Park liegt direkt am Millstätter See. Und was kann man sonst noch in Seeboden machen? Zum Beispiel die Burg Sonneneck besichtigen. Man hat einen wunderbaren Ausblick und im Innern wird's gruselig, denn da ist ein Foltermuseum. Selbstverständlich kann man rund um Seeboden auch wandern. Zum Beispiel auf dem Goldeck, einen mehr als 2100 Meter hohen Berg. Ein lohnendes Ziel ist auch der Egelsee, vor allem am Morgen. Ebenfalls ein Highlight von Seeboden, der Bikepark. Das ist Seeboden am Millstätter See.